Hi Leute, ja, ich lebe noch. Sorry, so viele haben mir geschrieben, was los ist, warum keine neuen Videos mehr kommen, ob ich noch lebe. Ja, ich lebe noch und mir geht es gut. Und ich wünsche euch auch, wenn es jetzt schon sehr, sehr spät ist, allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, ihr habt schön Silvester gefeiert. Und ich habe es einfach zeitlich überhaupt nicht geschafft. Und jetzt dachte ich mir, ich muss wieder ein neues Video drehen. Und mein allererstes Video in diesem Jahr wird auch eines meiner Lieblingsvideos sein, nämlich ein DM-Haul. Ich weiß, also ich liebe den DM-Haul und ich weiß, die meisten von euch lieben ihn auch. Also lasst uns nicht länger schnacken, fangen wir direkt an. Als erstes zeige ich euch meine. Wobei, ich fange, glaube ich, einfach mal mit dem Essen an, was ich mir da gekauft habe. Als erstes habe ich mir das Kokosnussöl gekauft. Das ist von der DM-Marke. Das verwende ich für alles. Das nehme ich fürs Kochen, das nehme ich als Lippenpeeling, das nehme ich als Haarkur. Ihr wisst, jeder kennt das Kokosöl, man kann es eigentlich, es ist ein Alleshelfer und kann man nie was mit falsch machen. Als nächstes habe ich mir auch von der DM Biomarke diesen Apfel-Mango-Mark gekauft. Den liebe ich auch total und ich esse den, entweder ich löffel den einfach nur so oder ich mache den in mein Porridge rein oder mit Früchten zusammen. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, probiert ihn auf jeden Fall mal aus. Er schmeckt super, super lecker. Als nächstes habe ich mir auch von der Bio-DM-Marke diese Dinkel-Vollkornspaghetti gekauft. Die habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert und ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall sind sie sehr gesund, besser als die normalen Weizennudeln und ich lasse mich mal überraschen, wie sie schmecken. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wieso ich euch das zeige, aber ich dachte euch, vielleicht gebe ich euch den Tipp auch mit. Ich habe mir ganz normale neue Milch gekauft. Der einzige Unterschied ist, dass sie laktosefrei ist. Und ich bin nicht die, die laktosefreie Milch trinken muss oder irgendwas oder Veganer hier und da. Ich habe einfach nur für mich rausgefunden, weil ich neulich aus Versehen eine laktosefreie Milch gekauft habe, dass die komischerweise, vielleicht weiß es einer von euch, sehr, sehr süß schmeckt. Und da einer meiner Vorsätze dieses Jahr ist, dass ich etwas mehr auf Zucker verzichte, müsst ihr das mal ausprobieren. Und zwar, ich mache mir damit jetzt immer meinen Latte Macchiato und brauche seitdem einfach keinen Zucker mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt oder ob ihr das wusstet. Auf jeden Fall nehme ich jetzt für meinen Latte Macchiato immer diese laktosefreie Milch, weil sie einfach gesüßt ist und es schmeckt hervorragend, als hättet ihr einen Löffel Zucker drin. Probiert es also mal aus. Falls ihr vielleicht euch auch irgendeinen guten Vorsatz genommen habt. Und schreibt mir mal auf jeden Fall, ob es bei euch auch so ist, ob euch das schmeckt und ob ihr das schon kanntet oder ob ihr wisst, warum die eigentlich so süß schmeckt. So, als nächstes zeige ich euch, ich habe viele neue Haarprodukte entdeckt. Ich fange auch direkt an, das ist so ein Oil Repair Haaröl Spray. Ich glaube, das ist dieses Repair Haaröl, das gibt es schon als Shampoo und Kur, schon lange auch in dieser Art. Das ist für extrem strapaziertes und trockenes Haar. Das ist einfach ein Haarspray, was wohl für die tägliche Pflege. Das ist ein Öl, was die Haare schützt mit Anti-Frizz-Formel und es soll sie einfach so ein bisschen glänzen lassen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Ergebnis. Als nächstes habe ich mir noch was für die Haare gekauft. Diese Linie kennen, glaube ich, auch alle oder Serie, wie nennt man das? Diese Beautiful Long Wonder Serum. Das gibt es auch schon als Shampoo, als Kur, als Conditioner. Und jetzt gibt es hier das auch als so ein Wunderserum. Das hat sogar einen Hitzeschutz und ist für beanspruchtes langes Haar. Ich bin auch gespannt aufs Testen und freue mich schon drauf. Als nächstes meine letzte Sache für die Haare. Ihr wisst, ich liebe Trockenshampoo und eigentlich benutze ich immer das von Batiste. Aber ich dachte mir, weil ich Aussie eigentlich auch sehr gerne mag, probiere ich das Miracle Dry Trockenshampoo von denen mal aus. Ich bin gespannt, wie es ist. Ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen. Das war's mit meinen Haarprodukten. Kommen wir als nächstes zu einem Balea Enzym Peeling. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auf jeden Fall in letzter Zeit so viel über diese Enzym Peelings gelesen, dass das wohl total gut wäre, dass die Poren sich verkleinern. Und ich dachte mir, ich nehme das einfach mal mit. Das ist eine Maske und ein Peeling. Das Gute daran ist eben, das ist nicht so ein Peeling mit Körnern, sondern da spürt ihr kaum Körner. Ihr lasst es 5 Minuten einziehen und dann soll man wohl, ihr könnt es 1 bis 2 Mal die Woche nehmen und dann soll man anscheinend eine sehr schöne porenfreie Haut bekommen. Ich bin gespannt. Als nächstes habe ich mir ein paar Nagelsachen gekauft. Einmal den Nagellackentferner von Eblin. Ich glaube, den kennen die meisten. Das ist einfach dieser Schwamm, wo man den Finger reinsteckt und dreht. Und ich finde, der ist einfach super für die Glitzernagellack, weil die gehen
Wahrscheinlich geht es euch genauso mit dem normalen Nagellackentferner und dem Pad sauschwer ab. Und ich finde, hiermit geht es doch etwas besser. Und ich mag den total gerne. Den kaufe ich mir eigentlich immer. Kann man nichts falsch machen. Dann habe ich mir noch einen Nagellack gekauft. Das ist der hier. Der einfach aus dem Grund, das ist die Farbe Midnight Taube 549. Weil meiner in dieser Farbe leer gegangen ist. Allerdings war der von P2. Der ist jetzt von Maybelline. Ich lasse mich mal überraschen. Dann habe ich mir auch noch von Maybelline diesen Dr. Rescue All-in-One gekauft. Der ist einfach, ich nehme den als Überlack, hier steht sogar, man kann ihn als Base nehmen und als Topcoat. Und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Denk mal, da kann man nicht viel falsch machen. Dann steht im DM, in jedem, also in der, ihr kennt doch diese riesen Aufsteller, die da immer sind. Und da ist jetzt diese neue Zahnpasta von Colgate. Nala. Von Colgate. Jetzt kann sie nicht weiter bellen. Also hole ich sie zu mir. Juhu! Und zwar stehen da in diesen Pappaufständern überall jetzt diese neue Colgate, die heißt Max White One Optic. Und ihr wisst ja, ich nehme eigentlich immer die Sensation White Now. Ich nehme immer die Sensation White Now. Und deshalb habe ich mir die erstmal in klein gekauft, weil ich wirklich mal sehen will, was diese gute Zahnpasta verspricht. Steht auch sofort sichtbar weißere Zähne. Dieser optische Effekt ist zeitlich begrenzt. Zahncreme mit Fluorid. Lass ich mich mal überraschen. Falls die eventuell besser ist als die Signal White Now, kann man da natürlich drauf umsteigen. Das weiß ich aber eben noch nicht, deswegen muss ich die erstmal testen. Und dann habe ich noch ein Nagelprodukt gekauft, beziehungsweise, was heißt ein Nagelprodukt? Einfach diese Wattepads von Eveline. Kaufe ich auch immer, sind super weich und fusselfrei. Nehme ich für mein, um mein Make-up abzumachen oder auch manchmal, wenn ich Nagellackentferner nehme und dieses flotte Tübchen hier nicht habe. Dann habe ich mir, oh, das habe ich ganz vergessen, auch noch was für die Haare und auch komplett neu. Das ist die pa von Pantene Pro V und das ist so eine neue Haarreihe. Davon habt ihr bestimmt auch schon gehört. Ich habe mir davon allerdings nur, passt auf, das heißt In-Duschschaum-Pflegespülung, Repair and Care für feines, geschädigtes Haar. Und zwar ist das so ein Schaum, ich glaube, das ist ganz normaler Haarschaum, wir können es ja mal testen. Fail. Okay, das ist ganz, das sieht aus wie Haarschaum und das wendet ihr eben so an, wenn ihr eure Haare gewaschen habt in der Dusche, macht ihr den Schaum gleichzeitig noch rein in die Haare, lasst es kurz einwirken und spült es aus. Und das soll anscheinend eine schwere, es heißt schwerelose Innendusche, soll die Haare total geschmeidig machen, luftig, leichte Pflege, ohne sie zu beschweren. Lasst euch mich mal überraschen. So, jetzt habe ich die ganzen Hände voll. Wundert euch nicht, ich schmiere das jetzt mal kurz an meine Socken. So, als nächstes Produkt habe ich natürlich meine heißgeliebten Müllbeutel. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich die immer kaufe. Das ist ein Zugbandmüllbeutel mit Duft. Und wirklich, die riechen absolut genial nach Limette. Da kann euer Müll nicht mehr stinken. Und zu guter Letzt, meine Lieben, habe ich mir von BB die feuchtigkeitspflegenden Tücher gekauft. Ist für empfindliche und trockene Haut. Die nehme ich eigentlich auch immer zum Abschminken. Finde ich super, sind absolut billig und damit kann man eigentlich nichts falsch machen. So, das war's mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ihr kanntet ein paar Sachen noch nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderbaren Tag und ich hoffe, euch geht's gut. Ansonsten lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern.